Wird das heller? Schon, ne? Ach, ich sehe jetzt rechts die Taschenlampe, ne? Oh, ich habe noch einen Dietrich. Ein Dietrich für 824.000 Kisten, die wir hier finden, und ich würde ja noch immer gerne ich verstehe halt auch das Prinzip dieses Ding nicht. Okay, das war ganz gut. Konserve, toll. Wieder etwas, was mir nichts bringt. Hier war ich, ne? Von hier bin ich gekommen. Kann das sein? Ja, dann gehen wir nämlich nochmal zum Container. Dann probieren wir da nochmal unser Glück. Ist sie eben auch schon da? Geigerzähler, ja, endlich. Oh, wie gut, wie gut, wie gut, wie gut, wie gut. Okay. Was? Ah. Genau sowas brauche ich. Okay, also ich muss es einfach einmal kurz... Einfach einmal kurz... an. Ja. Kontaminiert. Okay. Nachdem ich das bei dir gesehen habe, habe ich jetzt, by the way, auch Biomutant angefangen. Ich mag das so gerne. Oh, schön. Das freut mich doch zu hören. Habe ich dich also quasi influenced? Musik, sei doch einfach ruhig. Keiner mag dich. Also sobald es anfängt zu knattern, wenn ich mit dem Geigerzähler rangehe, kann ich es eigentlich auch vergessen. Ne? Dann brauche ich auch gar nicht. Die wird auch kontaminiert sein. Ja, okay, dann kann ich mir das auch sparen. Dann brauche ich das gar nicht ausführen.
komplett. Dann kann ich einfach nur... Ich muss gleich mal gucken, wie ich die Batterie wechsle. Aufgaben, bla 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 bla. Kann ich eigentlich meinen Status sehen? Also quasi... Das ist zum Beispiel, ne? Also kann ich jetzt hier trinken oder was? Ach so. Okay. Die Batterie wechseln. Taschenlampe. Teile. Batterie da. Wie kann ich die jetzt wechseln? Bauen, halten. Ach, hier. Ah, alles klar. So, jetzt. Ja, ein bisschen. Das Menü ist ein bisschen. Naja, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Auch nicht. Oh, noch ein Dietrich. Jobi, jetzt wo der PC wieder läuft. Sehr gut. Ah, das sieht gut aus. Was ist das? Kann ich mir jetzt aussuchen, ob ich es nehme? Okay. Okay. Ist nix. Noch was? Nein, auch nicht. Hier ist ein denkbar ungünstiger Ort, um ein Lager zu errichten. Ein bisschen zu nah am Waldrand für meinen Geschmack. Vielleicht gibt es in der Industrieanlage einen besseren Ort. Ich schaue mich mal weiter um. Ja, danke. Danke, dass du mich ermutigst. Ich meine, ich würde hier auch keinen Lagerplatz aufschlagen, wenn ich ehrlich bin. Von da sind wir gekommen. Da lang, ne? Ich
habe meine Familie verloren, meine Freunde, selbst meine Feinde. Für mich stellt sich einfach die Frage, macht das hier überhaupt noch alles einen Sinn? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, das ist ordentlich, ne? Das ist ein ordentlicher Ausschlag. Ja, sieht gut aus. Okay. Ach guck mal, jetzt haben wir ein paar mehr. Okay. Ja, so langsam verstehe ich das Prinzip dieses. Und dann hat es mir nicht mehr was gebracht. Okay. Hä? Was war das denn gerade? Das war voll blau da vorne. Kartoffelchips. Sehr gut. Okay. Essig. Okay. Was kann ich damit machen? Ah, ich habe jetzt alles, was ich brauche, um Essigwarenwickel gegen Fieber herzustellen. Jetzt brauche ich nur noch einen Lagerplatz. Essig kann ich mir Warenwickel herstellen, sollte ich mal Fieber haben. Das braucht man Feuer, Stoffe und etwas Wasser. Konserven sollte ich unbedingt vor einem Verzehr aufkochen. Dafür brauche ich dringend Feuer. Entweder ein klassisches Lagerfeuer oder eine Art Campingkocher. Okay. Wir gucken mal gerade zum Platz zurück, was war, wie viel wir jetzt haben. Okay, ich brauche noch Papier. Eine Holzstange, würde ich sagen, ne? Ja, hier haben wir noch gar nichts gefunden. Also Papier und eine Holzlatte, oder was soll das sein? Chips sind eine vollwertige Nahrung. Ja. Weißt du, was ich ein bisschen befürchte? Dass ich gleich keine Batterien mehr habe fürs Licht. Also so langsam mal Teilstange. Also so langsam mal gucken, dass ich hier noch Klamotten finde, die ich gebrauchen kann. Tränke. Ich lasse jetzt erstmal so Getränke und so liegen. Ne? Ich glaube, da habe ich jetzt erstmal genug von.
gesagt, ich will jetzt erstmal das Material für einen Lagerfeuer finden. So, es ist echt nur noch Papier, was mir jetzt noch fehlt. Mein Gott, ich habe Stroh gefunden. Es kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, dass ich jetzt diesen einen Papierfitzel finden muss. Um mir ein Lagerfeuer zu craften, oder? Gesehen davon, das könnte mal langsam hell werden. Notiz. Das Auto gehört mir. Finger weg, bin gleich wieder da. Abgesehen davon, ich finde hier ständig irgendwelche Notizen, ne? Aber muss Papier finden. Dieser Zettel. Sehr gut. Talstamm brauche ich nicht mehr, okay. Das war easy. Papier. Sehr gut. Jetzt haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Boah, voll hell, Alter. Jetzt mal nichts mehr sehe. So. Kochen. C. Was ist C? Achso, da kann ich quasi Medizin machen, ne? So, noch mit Lagerfeuer kann ich mir Essen kochen und Essigwarenwickler herstellen, sobald ich den notwendigen Zustand habe. Ich backe das erstellte Essen zu meinen Ressourcen und sobald ich Hunger bekomme, kann ich mir davon etwas nehmen. Sollte ich mal Fieber bekommen, kann ich diese Essigwarenwickel benutzen, um das Fieber zu senken. Okay. Aufgaben. Sieh dich in Industriegebiet um. Unter freiem Himmel. Finde alle benötigten Ressourcen, um einen Schlafplatz zu errichten. Errichte einen Schlafplatz. Gut. Oh, trinken. So. Essen 22% ist erstmal noch okay. Was war hiermit? Achso, okay, ich sollte das auf jeden Fall. Also, was brauche ich hier? Stroh habe ich 2 von 3. Echt, gibt es hier noch so viel zu erkunden? Ich hätte echt schon gedacht, ich habe doch schon alles gesehen jetzt. Und wieso ist das jetzt schon wieder dunkler geworden? Sehr gut. Okay, ich werde es weiterhin. Hauptsache Musik geht einfach raus. Ich werde es auf jeden Fall weiterhin durchziehen und immer gucken, ob es kontaminiert ist, weil
wie man gerade gesehen hat, macht es Sinn. Weil es dann angezeigt wird, dass es kontaminiert ist. Okay, ist das rechts jetzt, dass ich Hunger habe? Siehst du, hier wird es jetzt mir angezeigt. Ich bin echt, also... Warte mal, das ging doch hier lang, ne? So. Batterie, jawohl. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja. Okay, komme ich nicht lang. Kriechen kann ich auch nicht, ne? Voll. Nimm ihn doch einfach mit. So viel Platz nimmt er doch nicht. Kontaminiert. Okay, jetzt bin ich gleich wieder am Anfang, ne? Hier war ich doch schon. Ein Fahrrad. Ach, guck mal, auch Papier. Ich muss halt noch so viel finden für das Ding, ne? Für den Schlafplatz. Und ich sag ehrlich, ich wüsste gar nicht wo. Deswegen gucke ich mich jetzt mal gerade hier ein bisschen um. Ob ich hier irgendwas übersehen habe. Ich sag, das Spiel ist ja nicht Open World. Das heißt, es gibt ja überall so eine Begrenzung. Und vielleicht entdecken wir ja noch irgendwas.
Okay. Weißt du, man könnte ja auch sagen, hier reißt doch den einfach den alten Ramsch hier ab. Ne? Du hast hier eine Plane, du hast hier keine Ahnung was alles. Aber nein. Okay, also müssen wir wohl doch zu unserem Lagerplatz. So, wie ich da sehe, Hunger geht runter, Durst geht runter und Gesundheit auch. Kriege ich jetzt schon Probleme mit Gesundheit? Das ist ja schlimmer als bei DZ. Wer auch immer das hier liest, hinter dem Berg zu deiner Rechten ist ein Rohr im Erdreich. Dort habe ich etwas versteckt, ich brauche es nicht mehr. Hinter dem Berg zu deiner Rechten ist ein Rohr im Erdreich. Dann wollen wir mal schauen. Ach, das ist die Dings. Oh. Um Schlösser zu knacken, habe ich hier einen Schraubendreher und einen Art Dietrich hinterlegt. Sowas kann man immer gebrauchen. Ich habe davon schon genug. Okay, alles klar. Das wäre bald. Das ist die Mühle, ne? Das Windrad. Alter Schwede. Ich habe gerade... Das hörte sich gerade an, als ob da irgendeiner... so leise vor sich hin, irgendwas vor sich hin redet. Dann wäre direkt Alt-F4 gewesen, Alter. Hab ich direkt ausgemacht. Die hat doch auch schon mal, ne? Ja, Hauptsache, da kommt er nicht hoch. Okay, ne, also hier willst du nichts weiter finden. Ich muss jetzt mal gleich gucken, dass ich mal... so... trinken. 7%. So, Essen. Ah. Okay. Ach, das sind Jodtabletten, die ich dann nehmen muss, ne? Ah, alles klar. Ich verstehe. Ich verstehe. So. Dann wollen wir mal gucken, dass wir zurückkommen. Aber, wie gesagt, das ist ja... schon ein bisschen die klingt so komisch, ne? Und es war natürlich klar, dass ich jetzt nicht sofort wieder den Weg zurückfinde. Ich kenne mich doch.
Ich kenne mich doch. Jetzt auch mal Tag, ja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich, wenn ich es geschafft habe, hier mal die den Schlafplatz zu errichten, gehe ich von aus. Aber ich gebe dir da recht. Es wäre schön, wenn das mal passieren würde. Vor allen Dingen, weil ich jetzt gerade hier null